So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda The Wind Waker. Hilfe, ich werde gefangen gehalten. Shut the fuck up. Wir sind gerade jetzt auch wieder zusammen, weil wir viel übers Wasser fahren müssen. Und alleine viel übers Wasser fahren ist alleine viel langweilig. Herr Daro hat sich alleine gefühlt und dachte sich darum, dass er hier wieder mitmachen könnte. Absolut. Deswegen, ich meine, zu zweit kommentieren ist immer angenehmer. Wie jeder weiß, die Episoden mit mir zusammen waren die besten Wind Waker-Episoden, die jemals existiert haben. Absolut, von jedem Let's Player prinzipiell. Von überhaupt, jedem Let's Play, auf jedem Kanal, das jemals existiert hat. Überhaupt, in der gesamten generell Geschichte und sowieso in der Geschichte von Wind Waker. Und jemals existieren wird, okay? In jeder Timeline. Es sei denn, es kommen jetzt noch geilere Let's Plays dazu. Hint, hint. Hint, hint. Hint, hint. Wir haben gestern versucht, Lost Quest aufzunehmen. Oh Gott. Huiuiui. Hui. Ja. Huiuiui mag man fast sagen. Habe ich Futter? Nein, ich habe kein Futter mehr. Wir müssen mal einen Terry-Händler unserer Wahl aufsuchen. Schaut, okay. Ich hoffe auch, ich mach mal lieber den Ingame-Sound noch ein bisschen leiser. Der Terry-Händler ihres Vertrauens. Kaufen bei Terry. Moment. Der bessere Plan wäre gewesen. Ich habe jetzt den Plan gemacht, wir haben in einer Reihe recht viele Triforce-Splitter. Aber der bessere Plan wäre tatsächlich, sich zuerst die ganzen die Triforce-Karten zu suchen, damit wir unseren Geldbeutel ein bisschen leerer kriegen, wenn wir die bei Terry entziffern lassen, weil wir im Moment auf dem Maximum sind. Auf die Idee bin ich gerade gekommen, weil der gerade eben ein Schatz war, den wir hätten bergen können. Ja, dann haben wir trotzdem schon mal einen guten Start und wir bewegen uns schon auf eine Karte hin. Ja, du bist absolut richtig. Jetzt muss ich nur schauen. Das ist die Greifenhorst-Insel. Okay. Kennst du den Horst? Ja. Den Dachs von... Wow, wer ist da wieder so professionell? Das war ich. Das warst du. Mein Handy ist immer auf Vibration. Ups. nein, Mist. Hier brauche ich auch einen Terry-Händler für die Insel, oder? Bist du sicher? Ich glaube, auf dieser Insel brauchen wir ja. Ja, 100% sicher. Auf der Insel brauchen wir nämlich eine Putt-Putt-Frucht. Oh no. Auf der Insel brauchen wir eine Putt-Putt-Frucht. Dann wissen wir schon mal, wie diese Episode heißen wird. Auf der Suche nach Terry. Auf der Suche nach generell. Warum steckt er das Segel weg, wenn ich hier. Nein, ich möchte nur von der Karte runtergehen. Wie? Du möchtest nicht zum normalen Segel wechseln oder dein Segel generell wegtun? Oder ganz langsam fahren? War ich auf dem U-Boot hier schon? Das weiß ich nicht. Ich gucke deine Let's Plays nicht. Sweet! Das hat wehgetan. Ich scheine auf dem U-Boot hier noch nicht gewesen zu sein. Warum gibt es Schlangen, die einfach die Schwerkraft rasseln werden? Die haben nein, so lange Schwänze. Nein, Saugnäpfe an den Füßen. Das ist so eine Mischung. Denk doch mal mit. Nein. Doch. Dafür werde ich nicht bezahlt. Du wirst überhaupt nicht bezahlt. Eben. Das war auch für nachdenken. Oh, ich war hier tatsächlich schon, weil hier eine offene Schatzkiste ist. Da oben war ich dann wahrscheinlich auch schon, ne? Aber. Glücksamulette. Yeet. Jetzt bin ich ganz kurz überlegen. Die nächste. Upsa. Karte, auf die wir sind, ist Niemandsland. Da können wir auch noch nicht hin. Da brauchen wir nämlich ganz viele von den Amuletten für. Okay. Kann ich die hier eigentlich farmen? Respawnen die jetzt wieder? Das werden wir gleich sehen. Ja. Ja! Ich weiß leider nicht mehr, wie viele wir brauchen. Und ich weiß auch nicht, ob die jetzt direkt wieder die Amulette droppen. Wie viele Glücksamulette hast du denn bisher? Viel zu wenig. Das klingt nicht gut. Komm schon. Ja! Nice! Nice, dann werden wir jetzt ein bisschen Glücksamulette farmen tatsächlich. Okay, wir ändern den Namen dieser Episode von Auf der Suche nach Terry zu Let's Farm with Daro. Let's Farm with Daro. Yeah. Kochen mit Keggy. Fridays with PewDiePie.
so viele voneinander geklaute Slogans, aber jeder weiß, dass Daru did it first. Natürlich. Hier habt ihr es zuerst gehört. Half-Life 4 confirmed. Wie viele habe ich denn jetzt? Beutetasche 28. Ich glaube 30 brauchten wir. Dann musst du nur das noch heißt, einmal da reingehen, wenn alles gut läuft. Sweet. Ein Bauspruch. Ah, davor müssen wir nochmal nach Portemonnaie. Das ist die Problematik. Bei der ganzen Sache. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Ja. Ich habe eben eins gekriegt. Auch nur oh no, it does no work it anymore. Es funktioniert nicht mehr. Dann müssen wir wohl oder übel noch einmal aus diesem Zimmer raus und noch einmal in dieses Zimmer vielleicht rein. Vielleicht droppen die auch nur eine begrenzte Menge an Glücksamuletten. Das werden wir sehen, wenn wir noch mal reingehen. Richtig, ausprobieren. Yep. Yep. Egal, was es ist, du... Ah, nee, gar nichts gedroppt. Er hat gar nichts gedroppt, okay. Dann. Wow! Scheinen wir so nicht weiterzukommen. Tatsächlich. Trotz allem fehlen nur noch zwei. Das ist, oh, hast du diesen Sprung gesehen? Mastersprung. Wann bin ich denn so gut geworden? Sagte er, während er wild in die falsche Richtung segelte. Yay. So, ciao. So, da vorne ist Niemandsland. Das bringt uns nichts. Die nächste Insel, auf die wir müssen, das haben wir auch schon. Vielleicht solltest du trotzdem schon mal nach der Terry-Karte suchen und gucken, wo der nächste ist. Wir können jetzt auch einfach erstmal nach Portemonnaie. Nein, das ist das falsche Lied. Wir können auch einfach nach Portemonnaie fliegen. Weil da garantiert ein Terry ist. Einmal nach Portemonnaie wirbeln. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, right around. Hier haben wir Terry. Ach, was für ein Zufall. Vielleicht verkauft er uns ja auch noch Glücksamulette. Spoiler, nein, tut er nicht. Mist. Immer diese Spoiler-Kiddies, also wirklich. Was kommt als nächstes? Du erzählst, dass Batman in Infinity War gestorben ist? Warum hat er keine Putt-Putt-Früchte? Warte, brauchst du noch Lockfrüchte für die Frösche? Die verkauft jeder Terry. Es ist ja, ich weiß, für die trotzdem. Fische, nicht für die Frösche, du Frosch. Ich meinte auch Fische. Terry-Karte. Das ist jetzt tatsächlich etwas suboptimal. Vor allem, warum hat er dir Pfeile geschenkt, verkauft, obwohl du bereits ein Maximum an Pfeilen hast? Weil, Terry hat die Verkaufstaktiken drauf. Weil Terry, vorausdenkend gehandelt hat und sich dachte, okay, der wird auf jeden Fall. Guck mal, da hinten sieht man noch brauchen. Terry, aber vor uns sieht man schon den nächsten Terry. Was ist das hier eigentlich für eine Insel? Ist das alles in Wirklichkeit ein Monopol von Zwillingen, Drillingen, Quadruplingen? So wie die ganzen Tingles, meinst du? Ja. Tingle und wie hießen die anderen? Ich weiß und nicht. All seine Brüder ich weiß, und so weiter. Ich weiß bloß, dass einer von denen nicht sein Bruder ist. Nicht mit sich verwandt ist. Putt-Putt-Früchte, ja, gib mir alle, die du hast. Ich brauche 50 davon. Wie viele hast du bisher? Keine. Eine. Thank you. Oh, du hast schon 15. Ja, VIP-Kunde ist absolut ein wundervolles jetzt Ziel. Jetzt hast du 16. Ends. Und ich sag dir, wenn du wirklich 15 brauchst und jetzt erst 2 hast, dann kriegst du heute noch die VIP-Mitgliedschaft. Naja, ich brauche eigentlich nur einen. Aber... ich weiß, dass ich dieses Rätsel sehr oft verkacken werde. Okay. Weil es gar nicht so einfach ist und wir jedes Mal eine Putt-Putt-Frucht brauchen, nehme ich lieber mal 10 mit. Ja, gut. 7. Thank you. 8. Und dann kann ich ja direkt suck my noch... my fucking ass! Bitte was? Da ich,
Oh, was? Kannst du nicht mehr tragen? Oh, mehr kannst du nicht tragen. Mist. Das heißt, ich kann tatsächlich nur 8 mitnehmen. Oh, nein, meine Tasche ist voll. Oh. Despacito. Ganz kurz auf die Terry-Karte gucken. Denn hier haben wir noch einen sehr interessanten Terry-Händler in der näheren Umgebung. Nein, geh bitte an Bord. Rare Terry. Yay! Ka-chow! Rare Terry, where is you? Where you at, Rare Terry? Where you at? Rare Terry. Terry. Was ist das hier eigentlich für eine Insel? Ach, Isla Stalagmita. Eine Insel. Da links, ich erinnere mich. So, jetzt müssen wir nur den Red Terry finden. Das ist absolut richtig. Ich sehe ein paar Wirbelschirme, aber die sehen nicht nach Terry aus. Meinst du, wollen wir sie mal fragen? Verzeihung, Herr Wirbelsturm, haben Sie Terry gesehen? Er sieht so aus wie jeder andere Terry, aber er trägt einen Helm. Bist du Thaddäus? Ist schon okay, lass dir Zeit. Ey. Das sah also kurz leicht unter Wasser aus. Wasser, kurz leicht unter das Boot. Das ja, Boot, ja. Der rote Leugenkönig ist aber ein magisches Boot. Das war gerade voll hell, als du es gesehen hast, als es geblitzt hat. Oh, ein Herz. In 4 Tagen schließe ich meinen Laden. Und eine Seekarte. Du hast nicht genug Geld. Wie viel kostet die Seekarte? Uff. Die Problematik ist, dass er in 4 Tagen seinen Laden schließt. Uff. 950 Rubine ist schon sehr happig. Ja, aber dafür ist das auch ein Herzteil. Und das ist also alles dieser Herzteil, das man nur in einem Laden kaufen kann. Ja, das ist das Problem. So, wir könnten auch einfach zu der. Das ist jetzt Karte mein Plan. Gut. Ey, mal geradeaus. Was ist das eigentlich für ein Gebiet? Keine Ahnung, ich habe es nicht auf der Karte markiert. Weil wir den Fisch noch nicht gefunden haben. Oder uns geweigert haben, ihm etwas zu fressen zu geben. Ach, so schöne Musik. Wundervoll, ja. Absolut wundervoll. Das ist so eine schöne Musik. Was glaubst du eigentlich, Davis? Welches Zelda-Lied hat die schönste Musik, abgesehen von Ocarina of Time? Welches Zelda-Spiel den besten Soundtrack hat? Ja, abgesehen von Ocarina of Time. Das ist hart. Ich liebe den Soundtrack von Twilight Princess. Okay. Absolut. Ich finde, Wind Waker hat leider zu wenig Titel, die im Kopf bleiben. Ich meine, die Musik ist relativ gut. Ja, das Title-Theme, das Lied hier, der Bosskampf gegen Moldorm. Obwohl der ja auch nur eine abgeänderte Form von den anderen Moldorm-Bosskämpfen ist. Ich halte mal die Augen offen. Hier muss irgendwo ein Schiff rumfahren. Das müssen wir entern. Okay. Sieht schon mal vielversprechend aus. Ich sehe hier ein paar Schiffe. Ich auch. Und eins von denen muss die Schatzkarte an Bord haben. Zum Beispiel das Goldene da hinten würde ich fast bauen. Eventuell. Skildaro. Ich glaube, du hast keinen einzigen Schuss bisher getroffen. Natürlich habe ich keinen einzigen Schuss bisher getroffen, aber ich mache das Ganze auch. Oh, 1, 2, 3. Jetzt. Bam! Wow, es ging nicht darum, es zu entern, du solltest es einfach nur versenken. Natürlich. Wow. Irgendwie versenken und entern sind so zwei unterschiedliche Dinge da. Haben wir ja am Anfang von Far Cry 4 gelernt. Stop the bus, shoot Hallo, ich the bus. Drücke nach rechts und nicht nach... Guck mal, ich drück nach rechts. Ja, jetzt tust du. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Gib mir die Schatzkarte, danke. Hab keinen Bock mehr, tschüss. Ich persönlich muss sagen, also wenn man eben Ocarina of Time rauslässt, und Ocarina of Time ist eigentlich das Spiel mit dem besten Zelda-Soundtrack. Absolut. Jeder, der was anderes sagt, lügt. Muss ich sagen, dass ich noch so zwei Top-Spiele habe. Das eine ist Minish Cap. Oh, Minish Cap hat auch einen sehr guten... Was ist das da eigentlich für ein Tool? Ich weiß es nicht. Auf der Insel waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Gehen wir mal an Land. Wir haben noch ein bisschen Folgenzeit.
Minishcap fand ich, hat ein paar richtig geile Lieder. Ja. Ich meine, dieses normale Highfield-Lied ist. Ah, ich erinnere mich, komm wieder auch irgendwie. Oh. Hi, na du? Ah, ich kann mich dran erinnern. Die größere Version von dir haben wir in der verwutschten Bastion besiegt. Absolut. Hier können wir mit dem Who would win? One Ice Cube or one Fiery Boy? Ah, guck mal, da vorne haben wir noch so ein. Baum, den wir mit tantropischem Wasser. Ja, aber da hast du tantropisches Wasser, wird es nicht nach einer Weile schlecht. Ich habe auch kein tantropisches Wasser. Dachte ich. Da ist noch einer von diesen Kindern. Ich meine. Maskenvogel. Ich meine auch, dass wir hier eine Putt-Putt-Frucht brauchen, aber ich sehe keine Möwen. Hm. Und dann da oben einen Schalter aktivieren können. Oder funktioniert das mit Eispfeilen? Nein, tut es nicht. Natürlich funktioniert es nicht. Warum frag ich überhaupt? Ansonsten, übrigens, guck mal da drüben. Das Ding, das gerade noch auf den Wellen treibt. Das sind Möwen. In der Mitte. Aber trotzdem in der Mitte. Ich glaube, da könnte ein Glücksamulett drin sein. Nein, das war ein Vogel. Da ist eine goldene Feder drin. Okay, dann halt nicht. Moment, Futterbeutel. Putt-Putt. Ach so, ja, jede Putt-Putt-Frucht belegt auch einen kompletten Slot in meiner Beutetasche. Oh. Der Gesichtsausdruck von Link. So, wie lange kann ich euch denn eigentlich steuern? Ich sehe keine Zeitbegrenzung, aber wahrscheinlich wird irgendwann die Möwe anfangen zu blinken. Ja, normal ist Möwen anfangen zu blinken. Ja. Siehst du? Sie hat angefangen zu denken und sie wurde von anderen Möwen angegriffen. Ich glaube, die Problematik war eher, dass sie von anderen Möwen attackiert wurde. Ja. Also von Vögeln. Ansonsten muss ich noch sagen, von anderen Liedern mit ihrem Soundtrack hier, also es gibt ein Spiel, wo mir zumindest ein Lied einfach dauerhaft im Kopf stecken geblieben ist. Und das ist Skyward Sword mit der Ballade der Göttin. Ja. Und darum, was ist das? Generell, wenn wir. Oh. Ich meine, es gibt eine Möglichkeit, die du anwenden könntest nächstes Mal, falls du es jetzt nicht hinkriegst. Oh, da ist er. Ja. Ich meine, die andere Möglichkeit wäre gewesen, dass du einfach mit den Pfeilen die ganzen Vögel runterschießt. Das wäre zu einfach. Denk doch mal mit. Ein Herzteil. Neues. Das ist nice. Außerdem wollte ich nur die Folgenzeit ein bisschen strecken, damit ich bis zur nächsten Folge warten kann, um ins Loch da reinzugehen. Bin ziemlich klug. Ist denn jetzt genug Zeit, Junge? Wie? Ja, ich würde sagen, es ist genug Zeit, oder? Es ist absolut genug Zeit. Alles klar. Ich würde sagen, dann. Bis zum nächsten Mal. Nein, du, mein Outro. Also. Abonniert meinen Kanal. Like if you like. Like if you agree, Tim. And like if you don't like.